Welcome everybody, we have again JBL loudspeakers, speakers here which are in two colors right here. We have one in pink and one in blue. One is not mine, guess which one? No, actually, obviously the blue one is mine, and I just lent one from a friend since we already did a review video about the Flip 3, which is a quite awesome speaker in terms of price and sound. That you get really amazing sound here. It's a tiny, I would say, a JBL Extreme or obviously a JBL or Ultimate Ears Boom alternative, but a little bit cheaper. Also crazy colors, you can see here. It's a little bit waterproof, but you have the crazy bass on the side, which I love. But it actually has a button which Ultimate Ears doesn't have. They have the feature only in the app here. You don't need an app. It's a little bit easier. Just turn the speakers on, press this little button here, and then you can have two speakers playing at the same time, the same music, and it just sounds way better. I will show you a comparison with just one speaker, comparison with, not with Ultimate Ears, I will do that in a separate video, but really just listen to a few songs here with both playing, and then we'll show you also just one playing, and I will also show you how to use them actually both at the same time. So what you have to do is, you can see here the blue light is already glowing. Here I will turn the red one also on. Let me press the button. There we go, it's turning on. I'm connected to the blue one right now directly with my smartphone via Bluetooth. And what I will do now is just press on one here, this JBL Connect button. It starts blinking. It does the same sound as the Bluetooth connection pairing sound. And here we'll do the same thing. Now both are blinking, and in a few moments they will stop blinking. That means they are paired. They won't do an extra sound. It's a little bit sad, but since they stop blinking, let's just put down left of me right here. Maybe you can see that. Yes, you can. And then the other one on the right side of me. And then what I will do is play a few songs for you. This is actually the maximum loudness that you can play both at. So let's start with a little bit of Cake by the Ocean by Dance, or DNC, or however you want to call them. You should be rolling me, you should be rolling me, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. So this sounds already quite awesome. So this is on both the maximum volume that you can have. It's about one arm away of you, so maybe 1 meter, 1 meter, 20 centimeters, so something that you would have maybe around you as a stereo speaker for sitting at the computer. Then the next song will be just Downtown by Macklemore. Killing the game, back to catch a back deep, past the heartbeat, do we, I'm a Ducati, Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman, goddamn man, everybody got Bugattis, but I'ma keep a hella 1987, head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki, I'm spending on everybody, hella raw pasta wasabi, I'm so low that my cajon is almost dragging on the concrete, my seat is leather, I ride a mine is pleather, but girl, we can still ride together, you don't need a Uber, you don't need a cab, or get a bus pass, you got a moped, man, she got 19. So what you have maybe heard or have seen, that if I press the button, you have to still wait a few seconds till the song starts, for example now. By ZHU, if you want to look that up and buy it. Then the next one will be a song where you just play one part and then play the same part again with just one speaker. It will be How Deep Is Your Love by Calvin Harris. You guys should all know that. It's been out there for over a year, I think. Let me also here take a spot that's good. Deep is your love, your love, shall I be ocean, can we close up, oh yeah.
So you maybe hear a little bit of a difference. That wasn't too much of music playing on just one or on both from the same song, but it's obviously not as loud, and you just don't have that feeling that you are, I wouldn't say you are in the crowd anyway, because it's not loud enough for that, you're not at a concert, but you just have a whole lot of a different feeling just hearing it from one. If you just hear one, it sounds awesome, but if you hear two, it just completely changes on how you listen to music from Bluetooth speakers. So you should definitely try that out, maybe also with other companies that support the same thing, like, as I said, Ultimate Ears. Maybe it's the same there. I will do obviously a few videos where I will compare these little features soon also on my YouTube channel, so don't forget to subscribe. My name is Balázs, thank you for tuning in, don't to forget to check out also my other videos. Till next time, peace and again, and bye. Willkommen, willkommen mit einem neuen Mystery Package. Schön groß hier, schwer ist es auch noch. Hier unten steht drauf, bis zu 35 Kilogramm passen hier rein. Dann könnte ich es, glaube ich, nicht so leicht hochheben. Aber hier ist was von Dell drin, das erkennt man hier auf irgendeiner Seite, genau da, da wo viel Chinesisch steht. Dell ist zwar eine amerikanische Firma, aber natürlich produzieren sie auch hier zum Beispiel Beamer. Also das ist hier ein Projektor drin, der 4350 in China. Den werde ich jetzt mal auspacken in dem Video und in meinem Testvideo natürlich auch ein bisschen zeigen, wie gut dieser Full-HD-Beamer ist. Ihr habt da eine riesengroße weiße Wand gegenüber frei. Eigentlich sogar zwei weiße Wände, ich brauche eigentlich zwei von denen. Naja, wenn sie nicht 1500 Euro kosten würden oder mittlerweile 1000 Euro, könnte man sie es vielleicht sogar leisten. Aber ich packe es jetzt einfach mal aus und zeige euch ein bisschen, was hier so drin ist. So, mal schauen, wie ich hier reinkomme. Einmal. Zweimal. Und gleich springt er mir bestimmt aus der Hand. So. Gut verpackt ist es schon mal. Hier war so ein Luftpolster drin, was ich nicht erwischt habe. So, sieht man es. Den nehme ich jetzt mal nicht raus. Ich glaube, dann rollt nämlich der Beamer raus. Wir haben hier links nämlich noch eine extra braune Box, wo das ganze Zubehör raus will. Einiges an Zubehör, WGA-Kabel, naja. Ist dann noch aus dem letzten Jahrtausend die Technologie, aber okay, Dell, deswegen zeige ich 1000 Euro. Machen wir weiter. Ich glaube, wenn ich das... Ne, die kann man nicht zerdrücken, leider, das macht dich Bummscheiben. So, ein Projektor mit Bedienungsanleitung ohne Text, finde ich mal sehr schön. Bilder mögen wir Menschen. Deswegen schaut euch das Video an und lest nicht den Testbericht. Und dann haben wir hier den Projektor. Unten wird aber auch noch so ein Ding, also das Ding ist auf, soll nicht so auf Ding sagen, das Produkt ist heil bei mir angekommen, sage ich jetzt mal, auch wenn ich es noch nicht in Betrieb genommen habe und der ist nicht klein. Hat aber dafür umso mehr Anschlüsse und dafür zahlen wir genauso viel Geld, denn wir können hier wirklich alles hin anschließen, was wir wollen. Haben ein wunderbar klares Bild hoffentlich in Full HD gleich mit DLP-Technologie hier bei dem Dell Beamer. So, der kommt aber auf meinen Schoß. Jetzt machen wir das mal weiter hier mit der mysteriösen braunen Box, wo ich ein WGA-Kabel schon entdeckt habe. Also wenn ihr alte Computer habt, das könnt ihr auf jeden Fall dann dafür benutzen zum Anschließen. Ich habe ein USB Type-C 3.1 Anschluss, der nun den neuesten Anschluss auf den ältesten sozusagen Bildschirmanschluss WGA als Adapter. Also das werde ich mit meinem Dell XPS 13 der neuesten Generation auch verbinden können. Das war jetzt viel Kauderwelsch für die Leute, die sich nicht auskennen. Die, die sich auskennen, werden lachen. So, dann haben wir hier einmal eine Fernbedienung mit einem großen Haken in der Mitte. Da wird sich Nike freuen. Nee, auf jeden Fall, ihr könnt dann entsprechend auf dem Projektor ein paar Einstellungen vornehmen und da sind zum Glück auch Batterien mit dabei. Also wir müssen jetzt nicht noch was im Laden laufen, damit wir den Projektor in Betrieb nehmen können. Und jetzt geht es weiter mit mehr Kabeln. Leider enttäusche ich euch, das sind nur riesengroße, dicke, fette Stromkabel. Einmal für Europa, also hier dieses dicke Ende und dann hier auch noch ein dickes Ende. Und für UK, nee, das ist sogar USA auch nochmal eins, aber das brauchen wir hier nicht, wir sind nicht in Amerika. Und unten drunter, für noch mehr Oldschool-Leute, eine CD. Also, das kriege ich in mein Ultrabook nicht mehr rein, aber falls ihr noch ein CD-Laufwerk habt, könnt ihr hier einmal Software installieren. Und zwar
da könnt ihr euch das Handbuch durchlesen. Das könnte man auch per PDF oder USB-Stick machen, aber naja. Gut, das ist also nicht so sinnvoll. Machen wir weiter mit dem Prachtstück. Ihr habt es gerade schon in der Preview ganz leicht gesehen. Hier kann ich direkt einen Netzwerkanschluss anschließen. Ich bin gespannt, wofür der da ist. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Einmal einen USB-Anschluss, einen alten. Der ist, glaube ich, zur Firmwarewartung da. Wir haben ein Parallel... Was sind denn... Ach Gott, also... Ist ja jetzt nichts Negatives gegen Dell. Ich finde es super, dass hier so viele Anschlüsse dran sind. Das ist ein Traum von jedem Nerd, weil ihr habt, egal wie alt das Produkt ist, ihr könnt es hier anschließen. Aber naja, muss das sein? Und dann könnt ihr auch für den Preis, finde ich, langsam auch schon mal 4K können. Ich beschwere mich jetzt nicht weiter. Wir haben hier oben noch ein paar Knöpfe. Die sind zum Glück nicht Touch. Kann man richtig drücken hier, bis auf den hier in der Ecke. Ich glaube, das soll so eine Art Infrarot sein. Der ist auch abgeklebt. Hier können wir den Fokus eben einstellen. Da bewegt sich die Linse manuell vor, hinter, fühlt sich relativ robust an und hier könnten wir dann, glaube ich, noch ein bisschen die Schärfe nachstellen, noch detaillierter, wobei das hier wahrscheinlich dann eher der Zoom sein wird. Funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Den Standfuß hier unten kann man rausschießen. Ja. Natürlich, wenn er auf dem Tisch steht, wenn ich das hier wieder reindrücke, dann nochmal, machen wir die Reaktion, vielleicht gefällt es euch jetzt nochmal. Was zum Rumspielen, falls ihr langweilig im Meeting. Dann auf der Seite kommt auf dieser Seite, glaube ich, die Luft raus. Ich muss schauen, wo die Lüfter sind. Oder einfach auf beiden. Aber auf jeden Fall, wir werden definitiv für uns anschauen, wie laut ist der, wie gut ist das Bild. Staubgeschützt ist auf jeden Fall aus der Hinsicht schon mal, dass er komplett matt gehalten ist. Schon mal Dankeschön dafür, Dell. Und irgendwo kann ich übrigens noch ein Wireless-Stick einfügen, habe ich gelesen. Ich glaube, irgendwo kann man die Oberseite hier machen. Hier ist eine Schraube. Ich glaube, ziemlich sicher, dass ich die, wenn ich die aufmache, hier oben noch ein Modul habe, wo ich auch per WLAN Daten überschieben kann, wenn es nicht per Netzwerk angeschlossen ist. Das wir uns alles anschauen. Das war ein ganz kurzes Unboxing hier von dem Dell 4350 Projektor oder Beamer auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das zugeschaut habt. Und tschüss.